Ja, der Weg hoch war jetzt, ja, man könnte sagen, es war ein Ganzkörpertraining. Also mit dem normalen Rad wäre ich ja im Leben nicht hochgefahren. Aber es wäre definitiv leichter gewesen, hochzutragen. Ich dürfte jetzt wahrscheinlich gerade mal ein Drittel der Strecke haben. Ich möchte mich jetzt da hinten runter in das Tal. Ich vermute, da hinten war mal oder ist ein Zeltplatz, wo ich früher war. Oder früher einmal war, besser gesagt. Mit meiner Berufsschule wollten wir mal klettern gehen hier irgendwo. Und ich meinte, da war so ein Zeltplatz da hinten in dem Tal. Wirklich? Will ich darüber? Oder fahre ich erst seitlich runter? Weiß mich nicht, wie es da drüben jetzt weitergeht. Jupp. Und hier runterfallen will ich auch nicht. Gut, gehen wir auf Nummer sicher. Da man es hier nicht auskennen. Ups. Okay. Ja. Aber das ist sowas, was ich meine. Das ahnden dann irgendwie in Ganzkörpertraining aus. Mit 24 Kilo. Puah. Schöne Felswand. Bin mir da nicht so sicher. Bin mir da echt nicht sicher. Einsicht ja. Der andere Einsicht nein. Hier so. Vielleicht ein andermal. Oh, der Duft hier schon wieder. So richtig geil nach Nadeln. Gut. Geradeaus, vorne auf. Oh, Alter, verwaschene Scheiße.
der war schön. Hätte nur stehen bleiben müssen. Oh, verdammt. Und das habe ich noch nicht hochgekriegt und stecken vor der Rattenkuhle. Immer noch richtig, ja, ich denke mal. Serpentin nach unten. Nein, na. Okay. Sicher? Oh, GPS, du machst mich gerade voll verrückt. So. Mein GPS spinnt gerade wieder ein bisschen total rum. Ich glaube, hier zum Fang ein bisschen scheiße, aber. Diese Kreuzung. Das ist diese. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera sieht, aber. Pfad geht nach links. Und das GPS sagt, ich bin wieder irgendwo da oben. Oberhalb von der Straße. Ach, egal. Zum guten Glück können wir einigermaßen Karten lesen. Und. Von daher passt es. Ja, schöner Steinbruch. Ja, GPS sagt Streckenabweichung. Nein, aber ich bin definitiv auf der Strecke. Ja. Laut dem GPS wäre jetzt rechts von uns die Straße. Aber wenn man da runter guckt, da ist keine Straße. Und die Straße ist da oben. Upp. Also ich bin definitiv noch auf Kurs, auch wenn das GPS jetzt was anderes sagt. Also normalerweise wäre ich jetzt da unten auf dem Pfad, der parallel zum Forschbeck läuft. Aber der ist vorne, ist ja gesperrt wegen Forstarbeiten. Aber der Forstweg jetzt komisch, weißt du, der verläuft direkt parallel. Warum? Warum ist der Pfad gesperrt und der Forstweg nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Wir laufen exakt parallel, wie man sieht. Da ist nichts. Und dann ist hier auch jetzt noch gesperrt. Toll. Forstarbeiten. Lebensgefahr. Fahr dich über den Haufen. Wird es wohl jetzt so sein? Damit ich jetzt wahrscheinlich mit der normalen Route, die geplant war, abbrech und einfach mal frei Schnauze weiterfahre. So, bin ich oben. Ich würde jetzt da reinfahren, aber wenn ich das mache, dann fahre ich einfach nur einmal um den Gipfel rum und komme da vorne wieder raus. Das heißt, noch ein längerer Umweg nach links. Egal. Hauptsache weg. Hauptsache unterwegs. Hauptsache fahren. Naja, so lernt man auch mal was Neues aus der Umgebung kennen. Ja.
Badenburg. Wie gesagt, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke und werde jetzt, dadurch, dass mein GPS jetzt gerade Meldung gebracht hat, Akku ist leer. Das bringt es erstmal bei 15%, glaube ich, und dann nochmal bei 5%. Da werde ich jetzt kehrt machen und Richtung Bahnhof fahren. Somit hat also das GPS schneller den Akku verbraucht wie der Akku vom Kinebo. Könnte aber auch vielleicht damit zusammenhängen, damit die ganzen ANT Plus Sensoren, wo im Kinebo verbaut sind, mit dem GPS vom Garmin verbunden sind. Ja. Deswegen werde ich jetzt die Tour hier abbrechen, mich zurück auf den Bahnhof machen. Also eine handelsübliche Tagestour von mir, hat der Akku locker überlebt. Und halt nur im Eco-Modus, wie gesagt. Und wir müssen es mal sehen auf dem Rückweg, wie viel Akku sich jetzt verbraucht. Mal letzten genau 5 Striche verbraucht von 10. Oh. Naja, jetzt noch einen Serpentinentrail runter und dann Richtung Annweiler an den Bahnhof. Ich denke, das GPS wird zwischendrin irgendwo dann ausgehen. Der Akku von der Season leer. Deswegen eine Abfahrt nur mit der Brustkamera, also mit dem Ton von der Brustkamera. Die hat noch zur Hälfte Akku. Ist auch schon ein bisschen Schaum verspritzt. Ah. Aber wird halt geräuschkulissentechnisch etwas unangenehmer sein durch Windgeräusche. Naja. Wollte ich gerade eben noch sagen, bevor es aufgegangen ist, setzen wir noch seinen Team-Trail darunter. Und dann war's das. Jo, und jetzt schnell nochmal, weil die Kamera auch schon ausgegangen ist und ich sie eben nicht angekriegt habe. Serpentinentrail runter. Komisch, die hat eben nur noch halb Akku angezeigt. Oben habe ich sie mir angekriegt. Egal. Das war es dann halt jetzt. Runter, bis hier der Akku auch leer ist. Wuhu. Mal gucken, wie lange er noch hebt. Ja, kommt da unten durch. Oh, Bunnyhop Contest! ja, mit Sicherheit. Also.